Ehingen spielt heute gegen Biberach. Ein Spiel, was ich ganz schwer nur bewerten kann. Was sagst du, wer hat heute die Nase vorn? Also ich hoffe natürlich für die Ehingen. Ich bin ja selber Spieler. Also ich denke schon, dass sie es machen. Und ich glaube, das ist in der Meisterschaft ein Riesenschritt, wäre das dann, was sie da tätigen können. Weil dann werden sie einen guten Abstand und könnten dann befreiter aufspielen, schätze ich mal. Wo liegen die Stärken der Biberacher? Also Ehingen muss ja dann doch heute wirklich alle Kräfte sammeln und auf den Platz gehen mit voller Motivation. Aber was für einen Gegner haben die heute? Ja, ich denke, das ist auch eine relativ junge Mannschaft, also sehr dynamisch auch, die wirklich alle Kraft dran setzen werden, da einen Sieg einzufahren. Und ist ja im Grunde genommen fast ein Landesliga-Derby mit Biberach. Und die wollen natürlich auch noch mehr reißen, die wollen vielleicht auch noch in die Verbandsliga schnuppern oder sowas. Und ich glaube, das wird schon sehr interessant, dass es einen offenen Schlagabtausch gibt. Jetzt sind die Ehinger ja gerade schon wieder in die Kabine zurückgegangen, noch einmal um die letzten Worte mit dem Trainer zu wechseln. Was wird Harry Brobeil denen wohl jetzt gerade sagen? Oh, ja, schwierig. Es war so eine Prognose zu machen vom Coach, aber ich denke schon, dass die auch dran setzen werden, hier einen Dreier einzufahren. Also auf Unentschieden wird nie gespielt. Und defensiv kompakt stehen, tippe ich. Und dann mit unseren Offensivkräften, also die Außen sind ja relativ schnell, muss man echt sagen, dass man dann irgendwie ein Tor macht, vielleicht schnell in Führung geht und dann die Lücken nutzt. Warten wir mal ab, ob Ehingen wirklich so schnell das Tor schießen kann, wie wir beide es vielleicht hoffen, und sehen uns danach in der Halbzeit wieder. Zum Spiel hat es direkt angefangen in Strömen zu gießen und fast die komplette erste Halbzeit mussten die Ehinger und Biberacher Spieler wirklich bei strömendem Regen spielen. Dafür, wie fandst du das Spiel, war es bis jetzt? Ja, ziemlich ausgeglichen mit leichtem Übergewicht für die Ehinger, würde ich sagen. Dann eigentlich ein Tor aus dem Nichts von den Biberachern, als sie mal vorkommen sind, vor das Tor. Und haben wir Gott sei Dank durch den tollen Angriff über Michi Türkali über rechts und dann hat er ihn reingelegt und Marc Kameraden gut versenkt und jetzt sind wir, glaube ich, wieder im Spiel. Ehingen und Biberach liegen gerade gleich auf mit 1:1. Was glaubst du, wie geht es jetzt in der zweiten Spielzeit weiter? Ich denke, die Ehinger werden das Übergewicht noch ausbauen und ich glaube, wenn wir jetzt aufs eigene Tor noch spielen,
dann würde ich sagen, gewinnen wir das Spiel. Ich bin zuversichtlich. Wobei Ehingen hatte unheimlich viele Ecken bisher, konnte aber keine davon verwandeln. Woran liegt's? Ja, ein Eckball ist immer so eine Sache. Also es muss schon alles passen. Und wenn der Ball ein bisschen zu weit ist und ein bisschen zu kurz, dann kommt da der Verteidiger hin. Und bis jetzt, eine Ecke heißt nicht zwangsläufig, dass da irgendwann mal ein Tor fallen muss. Eine gelbe Karte ist bis heute jetzt in Ehingen vergeben worden, zu Recht? Ja, also so Uwe ist so immer so ein Kandidat, der für eine gelbe Karte immer gut ist, aber ja, ist nichts Dramatisches. Gucken wir mal, wie die zweite Hälfte losgeht. Du warst heute von allen, glaube ich, einer der herausragendsten Spieler auf dem Platz. Woher kam die Energie, heute so klasse zu spielen? Ja, ich meine, gegen Tabellenführer, da ist nicht schwierig, seine Motivation zu erhöhen und zu steigern. Und ja, und somit war ich halt richtig Vollgas, mit 100% in das Spiel gegangen, von vornherein, von erster Minute an. Und ja, mich hat es gefreut, dass ich selber so gut war und auch für die Mannschaft weiterhelfen konnte. Worin lag bei dir heute der Reiz des Spiels? Der Reiz, unser Ziel ist es, ganz vorne ranzukommen, mit Ehingen mitzuhalten. Das war als die Ende Vorrunde ein bisschen schwierig, weil wir ja personell ein bisschen Probleme hatten. Aber ja, aber jetzt geht es wieder aufwärts. Jetzt haben wir 3 Spiele in Siege in Serie. Und ich denke, es geht weiter. Ja. Ehingen hat heute unglücklich mit 1-2 verloren. Ihr hattet so viele Torchancen, ihr hattet so viele Eckbälle und trotzdem blieb es beim 1-2. Warum? Ja, weil ein Fußball zählen halt einfach Tore. Wir haben zwar viele Chancen gehabt, aber der Gegner hatte aus wenig Chancen 2 gemacht. Wir hatten aus den vielen Chancen nur einmal getroffen und hatten allerdings aus ein oder andere Mal Pech. Ich denke an den Pfostenschuss gleich in der Startphase und vor allem nach dem Wiederanpfiff 2. Halbzeit, als der Martin Schrode allein vom Torwart war, das hätte es 2-1 für uns sein müssen. Dann glaube ich, läuft das Spiel auch anders. Aber unterm Strich, es ist eine Niederlage, man kann stolpern, man kann hinfallen, wir stehen auch wieder auf und das nächste Spiel kommt und da wollen wir gewinnen. Biberach hat heute ziemlich griffig gespielt, habe ich gehört aus dem Publikum. Viele Fouls dabei, viele strittige Szenen, bei denen das Publikum gepfiffen hat. Wie haben Sie es gesehen? Ähnlich. Es ist allerdings so, dass natürlich jeder Gegner versucht, halt bis an die Grenze zu gehen und der Schiedsrichter hat viel durchgehen lassen. Wenn der Schiedsrichter relativ früh auch mal eine gelb-rote Karte gezogen hätte, dann glaube ich, wäre es ruhiger gewesen. Sie haben gekämpft im Rahmen dessen, was erlaubt ist, manchmal ein bisschen mehr und das ist halt Sport. Das ist okay.